Babypuppen. Dieses Kleid steht dir. Hier ist deine Erdbeermütze. Die passt gut zu dem roten Kleid. Fehlen nur noch Schuhe. Oh oh, na sowas. Wir haben leider keine Schuhe, die zu deinem Kleid passen. Keine Sorge, Sonnenschein. Ich habe eine Idee. Hier habe ich Knete in verschiedenen Farben. Ich kann aus roter Knete schöne Schuhe für dich machen. Ich muss mich beeilen, denn sonst kommen wir zu spät zu unserer Verabredung. Den ersten hätten wir. Jetzt machen wir den zweiten Schuh. Zuerst die Sohle. Dann die Seiten und die Zehen. Und jetzt der Bommel. Sehr schön. Ich denke aber, wir sollten sie noch ein bisschen verzieren. Und zwar mit roten Steinchen. Noch einer. Na also, passend zu deinem Kleid. Freunde, ihr könnt für eure Puppen ja auch mal aus Knete Schuhe machen. Das ist ganz einfach. Jetzt müssen wir aber los. Tschüss! Komm, Sonnenschein. Babypuppen. Frosch, Igel und jetzt kannst du einen Turm bauen. Und ich werde so lange Staub saugen. Los geht's! Warum weinst du denn? Ist ja gut. Dir tränen ja die Augen und deine Nase läuft. Eben ging's dir doch noch gut. Bist du etwa krank? Am besten ich rufe einen Arzt. Dr. Barbie, danke, dass du gleich gekommen bist. Nichts zu danken. Wo ist denn unser kleiner Patient? Was fehlt dir denn? Sie niest die ganze Zeit und ihre Augen tränen. Aha, mal sehen. Das könnte eine allergische Reaktion sein. Wann hat das denn angefangen? Als ich den Staubsauger angeschaltet habe. Können wir ihn mal aufmachen? Na klar, hier geht er auf. Oh oh. Diesen Staubsauger solltest du nicht mehr benutzen. Warum denn? Weil bei solchen Staubsaugerbeuteln kleine Partikel in die Luft gelangen. Dein Baby könnte auf solche Staubpartikel allergisch sein. Du solltest einen Staubsauger mit einem besseren Filter benutzen. Aha. Ja, damit kannst du dieses Problem lösen. Vielen Dank, Dr. Barbie. Gern geschehen. Gute Besserung.
Ich habe auf Dr. Barbie gehört und einen neuen Staubsauger gekauft. Ja, die Farbe ist schön. Das ist sowohl ein normaler Staubsauger als auch ein praktischer Handstaubsauger. Dieser Staubsauger hat keinen Beutel, sondern einen auswaschbaren Schmutzauffangbehälter. Wenn der Behälter voll ist, leert man ihn einfach aus. Jetzt probiere ich den neuen Staubsauger mal aus. Los geht's! Weil Babyborn eine Stauballergie hat, muss ich überall Staub saugen. So, das müsste genügen. Und die Kleine zeigt keine allergische Reaktion. Na, das ist ja super. Tschüss, Freunde. Babypuppen. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Hallo, Freunde. Wir waren auf dem Spielplatz. Was ist denn? Hast du Durst? Hier haben wir dein Fläschchen. Hier, Sonnenschein. Prima, die Kleine weint nicht mehr. Was machst du denn da? Das sind Gräser. Warte, Sonnenschein. Ich pflück für dich einen Grashalm. Hier, können wir jetzt weiter? Hey, du könntest aus dem Wagen fallen. Gefällt dir die Blume? Eigentlich gefallen mir die Blumen, wenn sie in der Natur sind. Aber für die Kleine mache ich eine Ausnahme. Freunde, wenn wir Babys solche Dinge geben, müssen wir aufpassen, dass sie sie nicht in den Mund nehmen. Das ist nicht gut für die Kleinen. Schau mal. Eine rosa Blume. Ja, die sind auch schön. Warte. Ich brech einen kleinen Zweig ab. Ich muss auf Nummer sicher gehen, ob auch keine Dornen dran sind. Hier, mein Schatz. Jetzt gehen wir aber nach Hause. Wir waren heute lange genug im Freien. So, da sind wir. Ich habe eine Idee. Ich habe letztens was im Internet gesehen. Wir können aus diesen Blüten und Blättern etwas Tolles basteln. Das wird spaßig. Hier haben wir unsere Blumen, ein Blatt Papier, eine Schere, ein paar Stifte und doppelseitiges Klebeband. Als erstes zeichne ich mit Hilfe der Rolle des doppelseitigen Klebebandes einen Kreis auf das Papier. Seht ihr? Ich mache noch einen zweiten Kreis. Zwei Kreise. Denn ich möchte aus diesen Kreisen zwei Gesichter machen. Und zwar eine Frau und einen Mann. Zuerst male ich der Frau ein Auge. Mit Wimpern.
Nase und Mund? Dem Mann habe ich keine Wimpern aufgemalt. Als nächstes mache ich die Haare. Um die Haare anzukleben, brauche ich jetzt das doppelseitige Klebeband. Dem Mann mache ich kurze Haare. Ein Klebestreifen kommt hier hin und einer hier. Die Frau bekommt auch eine Kurzhaarfrisur. Damit ich für die Frau auch Ohrringe machen kann, male ich ihr noch Ohren an. Jetzt mache ich die Haare. Ich fange mit dem Mann an. Ich glaube, die Haare des Mannes kann ich daraus machen. Der lange Stängel kommt hier hin und der kurze hier. Manche Männer tragen auch Bärte. Ich mache ihm einen Vollbart. Ich muss also doppelseitiges Klebeband aufkleben. Ich brauche einige dieser kleinen Äste. Und nun aufkleben. Und ein Oberlippenbart. Der Mann ist fertig. Gefällt er euch? Jetzt mache ich die Frau. Als erstes mache ich ihr aus diesen schönen Blumen Ohrringe. Und aus den rosa Blütenblättern mache ich ihre Haare. Mit einem rosafarbenen Stift mache ich für die Dame noch Wangenrouge. Na, wie findet ihr das Bild, das ich aus den gesammelten Blüten und Blättern gemacht habe? Ich muss es Babyborn zeigen. Schau mal, Sonnenschein. Ich glaube, das Bild gefällt ihr. Das habe ich aus den Blumen und Blättern, die du gepflückt hast, gemacht. Ich finde, wir sollten das Bild aufhängen. Tschüss, Freunde. Na komm, mein Schatz.